So, da sind wir wieder, hier im Hafengebiet. Bin mir nicht sicher, ob wir jetzt hier das Gold aufgehoben haben. Nee, müssen wir nochmal machen. Okay. Hier war es einmal. Hallo? Hallo? Okay. Und hier einmal. Ah, Caroline. Wo finden wir das nächste Gold? Manhattan Hafenbezirk. Fuck. Ah, Mann. Ich kann das. Ich muss das machen. Ich muss hier jetzt alles absuchen. Schade, dass hier nichts ist. Okay, das ist leider auch nichts. Bei jedem kleinen goldenen Ding denke ich mir sofort, wow. Oh, okay, cool, hier können wir durchlaufen. Auch nichts, na gut. Aber der Hafenbezirk, der geht ja noch ein Stückchen. Ist ja nicht gleich hier zu Ende. Okay, also gut. Dann schleichen wir uns mal rüber und haben ein Auge auf goldene Schätze. Meter. Über uns? Vielleicht? Ich erwarte regelmäßige Statusberichte. Melden Sie mir alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Aha. Was ist denn das? Was? Es ist schon wieder gecrashed! Was zur Hölle? Immer wenn ich J drück. Okay, ich darf, wenn ich Gold aufsammle, darf ich nicht J drücken, um es anzuschauen. Weil sonst schmiert das Spiel ab. Okay, na gut, dann merken wir uns das so. Och komm, jetzt müssen wir schon wieder alles machen. Mann, ey. So, das kennen wir ja alles. So. Okay, kommen wir hier hoch. Na, fast. Okay. Oh no. Hahaha. Krieg ich meine Beile wieder? Okay, zwei habe ich schon. Oh Mann. Na gut, müssen wir uns so wieder durchballern. So, okay. Aber unser drittes Beil ist verloren gegangen, leider. Ah, gucke an. Ups, ich wollte. Ah, wir haben keine Granaten. So ist das also. Na komm. Komm schon durch. Das schaffst auch du. Okay. Zum Lesen. Leserbrief, holt unsere Truppen nach Hause. Wir müssen
Mit 3S? Seht ihr das auch? 3S oder habe ich schon wieder zu viel gesoffen? Nee. Wir müssen alle Kriegseinsätze über See beenden. Und eine Art Friedensabkommen mit dem Regime abschließen. Die pessimistische Sicht der amerikanischen Bevölkerung auf diesen Krieg lässt sich nicht leugnen und muss von unseren Anführern anerkannt werden. Sie sollen sich dafür einsetzen, unsere Jungs wieder zurück an die Küsten Amerikas zu holen. Lasst uns aufhören, von einem Sieg zu träumen und stattdessen darauf blicken, wie viele Tode ein Sieg kosten würde und wie viele der Krieg bereits gefordert hat. Diese Kriegsanstrengungen sind es nicht wert. Lasst uns den Krieg beenden, solange es noch geht. Holt unsere Truppen nach Hause. Stanley Hopkins, New York, 17. Oktober 1948. Achso, ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Vielleicht hier? Nee. Das wäre einfach nur die andere Route gewesen. Die alternative Route. Ah, okay. Ich habe immer nur mit einer Waffe geschossen. Alles klar, ich muss beide Maustasten betätigen. What? Von wo? Da unten. Da ist er. Okay, der ist auch hinüber. Können wir darüber balancieren? Warte. Wahrscheinlich geht's auch irgendwie mit Quicksave. Ah, hier können wir nichts machen. Leider. Haben wir den Schädel weggepustet? Ich kann's leider nicht sehen. Hier oben ist doch bestimmt auch ein perfekter Ort für irgendwas zum Verstecken. Oder nicht? Wahrscheinlich schon, aber ich bin zu blind. Ah, hier oben wollten wir ja hoch. Na, da unten, da haben wir das dritte Goldstück gefunden. Okay, aber sonst ist ja ein bisschen enttäuschend. Mehr Rüstung. Ich bin mit der Mausgeschwindigkeit immer noch nicht zufrieden. Wieso finden wir hier keine Granaten? Ich bin verärgert. Okay, hier kommen wir nach oben. Boah, nicht runterfallen. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Waffenverbesserungskit. Bevor ich hier wieder J drücke, weil wir haben ja gemerkt, immer wenn ich J drücke, dann crasht das Spiel. Also wünscht mir Glück. Waffen. 2 Verbesserungen verfügbar. Laserkraftwerk Handgranate. Zersplitterung Diesel. Wenn du sie wirfst, erzeugt diese mit dieser gefüllte Granate einen großen Feuerball, der alles in seinen Wirkungsradius verbrennt. Die jegliche Elektronik. Oh. Also ich würde jetzt schon Diesel nehmen.
Weil ich ein großer Fan von allen ist, was in Flammen aufgehen kann. Ich bin so ein Pyromane. Aber strategisch gesehen wäre elektromagnetisch einfach besser. Ich schaue noch mal, was es bei den anderen hier gibt. Magnum. Höherer Schaden, stärkerer Rückstoß, lauter. Erweitertes Magazin. Ist selbsterklärend. Schalldämpfer. Doppelmagazin erklärt sich auch von selbst. Panzerbrechend. Okay. Aha. Maschinenpistole, Nagel, Gewehr. Die Kugeln werden vor dem Abschuss erhitzt. Sie fliegen langsamer, verursachen aber deutlich mehr Schaden. Verdoppelte Magazinkapazität. Integrierter Schalldämpfer. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier im Laserkraftwerk? Ein Zielfernrohr. Batterieverbesserung. Das ist sowas wie ein erweitertes Magazin eigentlich nur. Halte den Abzug, um die Waffe aufzuladen und äußerst starke Laserstrahlen abzufeuern. Auch cool. Hier können wir gar nichts machen. Aber ich würde für die Pistole, würde ich einen Schalldämpfer drauf basteln. Aber ich glaube, wir können sowieso alles machen. Sturmgewehr. Vielleicht mache ich da sogar das Scharfschützen-Zielfernrohr drauf. So, aber dann packe ich Akimbo weg. Naja. Also, so scharfschützenmäßig ist das jetzt nicht. War hier noch irgendwas? Genau. Ja, hier unten waren wir gerade. Was passiert da? Okay. Wir müssen das Ding wahrscheinlich ausschalten. So. Kommen wir denn hier... Ah, noch ein Signal entdeckt. Nice, nice. Kommen wir hier durch? Nein! Wieso kommen wir hier nicht durch? Warte mal. Eins ist Pistole. Da unten blinkt was. Hier unten. Wo ist das Ding? Alter, wie das aussieht. Okay. Ach so. Ah! Och komm! Hallo! Hallo! Okay, warte mal. Das war... Nee. 12:42 Uhr, automatisch speichern. Hallo? Das war hier jetzt gerade. Ah, ich dachte, dass wir so schön da durchsliden können. Vielleicht, dass das gegangen wäre. Anscheinend aber nicht. Starcard. Ich habe nur noch 4 Schuss dafür. Okay, das war das, was wir gesehen haben. Oh, Gold! Cool.
Okay, die Drohne ist dort vorne. Ich würde gern mal versuchen, die Drohne mit einem gekonnten Beilwurf auszuschalten. Okay, cool. Noch mehr Munition. Yes. Genau das brauche ich jetzt. Wo fliegt die Drohne lang? Da hinten ist irgendein Faden oder... Nein, das ist wirklich ein Faden. Aber wieso? Und wie kommen wir da hin? Hier war das Gold. Ah, geh doch, geh. Ah, fuck. Nee, du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Wie kommen wir da hoch? Über das Außending? Okay, die sind hier unten. Wo? Wo ist die Drohne? Okay. Hat niemand gemerkt? Doch, hat jemand gemerkt. Na gut. Dann machen wir es doch gleich laut. Ja, der Schaden ist immens. Merkt man. Okay. Da unten haben wir noch jemand. Munition, Munition, Rüstung. Ah, wo sind die Granaten hin, wenn man sie braucht? Was ist das hier? Wo kommen wir hier hin? Gesundheit. Okay. Hier nichts mehr. Oder doch? Kommen wir hier noch irgendwo hin? Ne. Unsichtbare Wände überall. Was ist das? Police Station? Na, da haben sie sich aber einen guten Ort ausgesucht. Tornado-Geschütze werden Regime-Raketeneinhalt gebieten. Okay. Washington, 12. Dezember 1948. Ein weiterer Zwischenfall wie in Nantucket. Hat man auch schon mal gehört. Also Nantucket habe ich auch schon mal gehört. Wird es nicht geben, verkündete General Leonard Troyden oder General Leonard Troyden vom Eastern Missile Defense Command EMDC gestern bei einer Pressekonferenz. Ab Januar werden wir ein neues hochmodernes Raketenabwehrsystem mit dem Namen Tornado entlang der Ostküste errichten, um alle größeren Städte vor der Langstreckenraketen Germaniens zu schützen. Die experimentellen Tornadogeschütze feuern eine massive Salve aus Wolfram-Karbidkugeln ab. Okay, sagt mir jetzt so nichts. Wenn sie sich nähernden Raketen orten und vernichten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. MIT-Professor Gordon Ossoff hatte vor kurzem behauptet, dass ein neues Raketenabwehrsystem nur eine Chance von 17% hätte, eine V-3-Rakete vor dem Auftreffen abzuhalten. Aber seine Berechnungen wurden als Entmutigungspropaganda abgetan. Nächstes Jahr, wenn unsere Schilde an Ort und Stelle sind, wird der Krieg wieder in Europa stattfinden, erklärte General Troyden. Darauf können Sie sich verlassen. Dies wird ein Wendepunkt im Krieg bedeuten.
Bam! Überladungskills. Was sind diese Überladungskills? Oh. Na, wo kommst du denn her, Kleiner? Von wo wurde jetzt geschossen? Ach, das ist hier unten. Eine Star-Karte.